Hey, ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin Beneos für Gameaholics.de und ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Ich suche hier was, aber ich finde es nicht und... Moment mal, was haben wir denn da? Ach du Scheiße. Das ist ja eine neue Folge. Ich bin gerade auf der Gamescom mit dem guten Malte und wir verbringen die Zeit. Wir haben bestimmt schon etlichen von euch die Hand geschüttelt und Fotos gemacht und willkommen zu True or Bullshit. Und in diesem Format geht es darum, Mythen, die Community eingeschickt hat, auf Herz und Nieren zu testen. Das heißt, die Dinger, die anderen Leute zu faul sind zu testen, die testen wir in unserem wunderbaren Format. Warte mal, was ist denn das da eigentlich im Hintergrund? Hä? Hat die Community etwa keine Gameplay-Szenen eingeschickt an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung? Oh mein Gott, soll ich jetzt etwa selber spielen oder was? Ich habe doch keine Zeit, deshalb kommen wir zu... Mythos 1. Man kann Raketen mit einer Impulsgranate abwehren? Klingt gar nicht mal so richtig blöd. Wie cool wäre eine Welt in dieser Raketenwerfermeter, in der man mit Impulsgranaten tatsächlich seine Spirenzien treiben könnte? Der Einsender dieses Mythos weiß es nicht besser, wir vielleicht in Zukunft schon, denn wir testen das jetzt mal auf Herz und Nieren. Raketenwerfer in Position, Impulsgranate ready und boom! Rakete fliegt tatsächlich weiter. Wir haben es tatsächlich mehrmals getestet, aber zeigt eindeutig, dass die Rakete völlig unberührt weiterfliegt. Dieser Mythos ist dann, und wie viele andere erste Mythen auch zuvor, kompletter Bullshit. Auch wenn Mythen tatsächlich Bullshit sind, werdet nicht müde, weitere einzusenden. Sie kommen alle auf die Liste und werden nach und nach abgearbeitet. Genauso wie es hier mit dem nächsten Mythos ist, nämlich Mythos 2. Trägt man die Buschtarnung, kann man keine Falle auslösen? Ich weiß, was viele jetzt sagen würden. Ben, was sind das für Mythen? Das sind eure Mythen. Das sind alle, die bei uns einflattern. Und es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, dass die Falle nicht auslöst, wenn man eine Buschtarnung hat, basierend auf einem Bug. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, aber wissen wir es genau? Testen wir es doch einfach mal aus. Mit langsamen Slow-Motion-Tippelschritten läuft das Subjekt in die Falle. Es hat Angst, hoher Puls. Doch ist es sicher? Ups. Aber mal ganz im Ernst, meine Welt wäre kaputt gegangen, wenn hier wirklich irgendwas nicht koscher wäre. Also von daher ist dieser Mythos einfach mehr als verdient. Bullshit. Eieiei, was ein Start, die Folge. Naja, schauen wir mal auf... Mythos 3. Man kann gedownte Mates mit den Einkaufswagen in Sicherheit bringen? Nice, testen wir es doch gleich mal aus. Easy Pupisi. Zugegeben, im Spiel wird es relativ wenig Situationen geben, wo der Mate genau über eine Rampe auf den Einkaufswagen fahren kann und man dann unbeschossen vom Dunnen fährt, um ihn dann zu retzen. Aber prinzipiell muss man wirklich sagen, ohne groß rumzulamentieren, dieser Mythos ist... True. Schalten wir doch mal zu Ben auf die Gamescom. Cool, und damit ab zu... Mythos 4. Man kann Handgranaten mit der Impulsgranate abwehren? Die Rakete blieb völlig unbeeindruckt von unserer Impulsgranate, aber wie sieht es denn mit einer Handgranate aus, die geworfen wurde? Kann man sie mit einer Impulsgranate wieder zurückschleudern? Wie cool wäre das Outplay-Potenzial? Man schleudert sich zurück und gleichzeitig die Granate zurück zum Gegner. Wir haben uns wieder unseren Testaufbau gemacht, wie bei jedem Mythos, und das Ganze getestet. Handgranate, Impulsgranate... Und es scheint tatsächlich keine Auswirkung zu haben. Wir haben uns immer wieder getestet, neu aufgebaut, aber die Spieler sind weggeflogen. Aber die Handgranate letztendlich blieb davon komplett unbeeindruckt. Dieser Mythos ist daher, naja, du weißt schon. Bullshit. Wir stapfen ja aber auch mit Warp 7 durch die Mythen durch. Naja, einen haben wir ja noch, und zwar... Mythos 5. Man kann Haftgranaten an Raketen anheften? Oh mein Gott, was ist das für eine Sprengstofffolge? Alles wird an irgendwas dran geworfen und geguckt, was passiert. Nun auch die Raketen und die Pömpelgranaten. Können wir beides kombinieren? Das ist der Mythos, der hier gefragt ist. Und natürlich, wir testen's. Testparcours ready und Rakete bereit und zack! Moment, die Pömpelgranate klebt dran? Das funktioniert? Tatsächlich? Krass, man kann tatsächlich eine Haftgranate an eine Rakete dranwerfen und mit ihr durch die Gegend fliegen. Und das Lustigste ist, die Granate explodiert noch nicht mal dabei, wegen Friendly Fire. Wie cool ist das denn? Man kann damit durchs Haus fliegen, theoretisch, und die Insassen im Haus explodieren lassen, ohne dass die Rakete explodiert. Dieser Mythos ist einfach komplett... True.
krass, was war das mal wieder für eine geile Folge. Auch wenn man es mir nicht ansieht, jetzt gerade bin ich auf der Gamescom. Wenn dieses Video rauskommt, bin ich auf der Gamescom und komme einfach zum Epic Games Stand. Das wird mega krass, sage ich dir. Das wird richtig krass. Also da geht's voll ab, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Hallo? Ich hab den Sturm gesehen und Kilometer entfernt von dem Geschehen und begriffen, dass uns der Kreis und die Zone gleich vergiften. Ich bin quasi tot, zwischen Kisten und toten Spasten. Such ich nach Jumppads, Munition und roten Erste-Hilfe-Kassen. Alles gelootet, verlassen und verdorben, wer noch hier ist verstorben. 90 von 100 Spielern machen sich nie wieder Sorgen. Gewinnen kann ich auch morgen, yo.